glaube, wir hatten ein ganz besonderes Jahr mit diesem Abschluss hier, und das freut uns einfach ganz besonders, hier in England so einen schönen Abschluss zu haben. Ich glaube, jetzt kann sich jeder auf den Club konzentrieren. Wir haben einen langen Winter vor uns hier in England, deswegen komme ich schnell wieder runter und konzentriere mich aufs Wesentliche. Wir haben im Endeffekt gewusst, dass die Engländer sehr, sehr intensiv spielen werden und mit Zug nach vorne, mit Drang nach vorne kommen. Ich glaube, das haben sie auch getan. Sie haben natürlich vor ein paar Tagen hier verloren, das haben wir gemerkt. Sie hatten was gut zu machen, wollten unbedingt gegen uns gewinnen. Und ich glaube, gegen die Deutschen, da strengen sie sich doppelt an. Aber ich glaube, uns hat das 1-0 in die Karten gespielt. Auch als wir aus der Halbzeit gekommen sind, haben wir, denke ich, gute Möglichkeiten auf Fuß gehabt. Da hätten wir vielleicht früher die Entscheidung suchen müssen, wenn nicht sogar erzielen müssen. Es ist nicht gelungen, so blieb es halbwegs spannend, aber ich glaube, im Endeffekt war es verdient. Ja, es war erste Halbzeit natürlich relativ schwierig. England hat auch versucht, vorne drauf zu gehen, mussten wir leider viele Bälle schlagen, da war es natürlich schwierig gegen die Innenverteidiger. Ich habe versucht, mich in jeden Ball reinzukämpfen und noch versucht, ein paar Pässe zu spielen. Ja, zweite Halbzeit hatte ich noch ein, zwei Aktionen, die ganz gut waren, aber von daher war es eigentlich ganz in Ordnung. Ja, es war erstmal ein ganz wichtiger Test. Es war auch wichtig für diese Spieler, die in der Vergangenheit vielleicht nicht so häufig gespielt haben. Und es werden ja häufig Länderspiele diskutiert, die USA-Reise wird diskutiert und jedes Länderspiel bringt uns weiter. Und auch diese Spiele in solch einem Ambiente lassen die Spieler wachsen, neue Erfahrungen sammeln. Und ich bin davon überzeugt, dass auch die heute auf dem Platz standen, aus diesem Spiel neue Kraft auch für die kommenden Länderspiele tanken. Beim Aufkommen hat er einen Schmerz verspürt, einen Knacken. Da muss man jetzt sehen, ob das funktionell ist oder ob das andere Probleme sind, das konnte man jetzt noch nicht genau bewerten. Er humpelt noch ein bisschen, aber morgen die Diagnose in Dortmund wird wichtig sein und wir drücken natürlich die Daumen.